Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, der kommt von Mylene oder Mylen, eins von beiden. Ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Und Mylene schreibt auch eine E-Mail für uns. Hallo lieber Dandy. Da Corona natürlich auch meinen Alltag ganz schön verändert hat, habe ich die Zeit genutzt und mich nochmal an meinen Zoo-Tiergarten gesetzt. Ich befürchte, dass mein Zoo leider nicht dem Niveau der anderen entspricht, aber ich bin auch erst Anfänger und es geht ja vor allem um die Freude bei der Sache. Ich freue mich immer sehr über deine Videos, die gezeigten Zoos, und ich liebe es, dass du bei jeder deiner Besichtigungen so begeisterungsfähig und ehrlich bist. Im Terraforming muss ich noch einiges lernen, aber ich habe mich bemüht, die Gehege nicht zu flach zu gestalten. Ich habe einen Rundgang in meinem Zoo, hoffe aber, da er nicht der größte ist, dass du dich trotzdem zurechtfindest. Ich habe keinen Rundgang, Entschuldigung, habe ich falsch vorgelesen. Ich habe alle Gebäude und Co. selbst gebaut und auch versucht, die Gebäude abzustützen. Schau dir den Zoo auch gerne bei Nacht an, besonders der Holzpfad bei dem Affenhaus ist bei Nacht ein schöner Hingucker. Wenn es gewünscht ist, darf der Zoo gerne hochgeladen werden. Liebe Grüße, Mylene. Ja, Mylene, vielen Dank fürs Einsenden, das klingt doch sehr interessant. Und ich würde sagen, wir besichtigen jetzt dein Zoo. Tiergarten heißt er übrigens, laut dem Safe Game zumindest. Und schon sind wir da. Sorry übrigens, wenn ich ein bisschen verpennt klinge noch. Ich bin gerade erst aufgestanden, habe mir einen schönen Kaffee gekocht und gemacht. Und der steht jetzt hier neben mir. Und jetzt geht's in den ersten Zoo. Ist immer schön, morgens nach dem Aufstehen erstmal einen Zoo besichtigen. Was gibt's denn Schöneres? Den schon mal Geldautomaten, das ist das Wichtigste. Hier geht's hinein in den Tiergarten. Das sieht cool aus. Ist aber schade, dass es so flackert. Warum flackert das so? Also da sind irgendwelche Texturen ineinander gebackt, leider. Muss man dann immer nochmal gucken, dass man das hin und her bewegt, bis es nicht mehr flackert. Aber ansonsten ist schon mal sehr cool. Diese Kombination habe ich schon öfter jetzt gesehen, dass man diesen Backstein mit diesen grünen Dächern und den Weiß kombiniert. Das scheint irgendwie was zu sein, was gern gemacht wird anscheinend. Finde ich aber auch gar nicht so schlecht. Ist auf jeden Fall eine gute Lösung, wenn man mit Backstein baut. Sieht auch sehr interessant hier aus. Also du hast hier alle Läden untergebracht, die man braucht. Hier ist wirklich alles. Direkt am Eingang, bevor man überhaupt in den Zoo geht. Kann man sich sogar schon Essen und Trinken kaufen. Aber wir gehen mal hinein. Ich denke mal, hier kauft man sich ein Ticket dann. Ja. Aber ich weiß auch gar nicht, ob es mehr Sinn macht, solche Essensläden nicht eher hineinzumachen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es hier durch solche schönen Seile. Da quetschen wir uns mal durch. Ah, wie cool. Jetzt verstehe ich, warum da die Seile sind. Hier ist direkt ein begehbares Gehege. Mit Faun. Ach, wie schön. Das ist doch toll. Affenhaus, Tropenhaus, Ausgang. Also du bist deinem Stil auf jeden Fall treu geblieben. Diese Schilder passen auch sehr gut zu dem Baustil vom Anfang. Oh, das sieht ja auch cool hier aus, der Springbrunnen. Sehr süß. Musik ist auch da. Großkatzengehege, Aussichtsplattform, Affenhaus, Tropenhaus. Okay. Ich hoffe, ich verlaufe mich nicht, aber das kriege ich schon hin. Du meinst ja, es wäre nicht zu groß. Ach, das ist doch schön. Sehr idyllisch hier, der Springbrunnen. Das ist doch cool. Für so ein erstes Gehege auf jeden Fall nicht schlecht. Wir gehen mal als erstes links lang, würde ich sagen. Weil ich gerade hier stehe. So, Toiletten habe ich gar nicht gesehen, oder? Ich glaube, Toiletten habe ich vermisst. Bin mir aber gar nicht sicher. Oh! Wenn man schon mal zu Gesicht bekommt. Freue mich ja jedes Mal drüber, ne, wenn die Faunen das machen. So, sind das hier vielleicht Toiletten? Nee, das ist das Gegenteil, glaube ich. Das ist ein Getränkeladen. Okay, trinken, essen ist hier nochmal. Hier ist das nächste Gehege schon. Kleines Gehege. Hast hier auf jeden Fall schon mal ein paar Höhenunterschiede eingebracht. Sieht noch ein bisschen kahl aus, aber der Wasserfall sieht sehr gut aus schon. Man sieht, glaube ich, auch keine Düse, oder? Ah, hier so ein bisschen schimmern die durch. Das finde ich aber gar nicht schlimm. Das fällt halt nur auf, wenn man da ranzoomt. Aber der Wasserverlauf sieht super aus. Auch super interessant von den Felsen her. Aber ich sehe gerade gar nicht, welche Tiere hier drin sind. Tapire. Ah. Oh, das finde ich cool. Sowas mag ich immer richtig gern, wenn man solche kleinen Lücken lässt, wo man durch Lukan nochmal kann. Hier ist auch Underwater Viewing. Ist auch ein bisschen unter Wasser gestaltet. Aber wo sind die Tiere?
Das ist auch schon vom neuen DLC hier, oder? Interessant. Cool, vielleicht werden wir hier sogar die ein oder andere Sache aus dem neuen DLC sehen. Ich habe keine Ahnung. Ach, da hinten schlafen die. Ah, da. Hier ist nämlich die Höhle hinter dem Wasserfall sozusagen. Coole Idee. Okay. Hier auf dieser Seite haben wir Hippos. Hier kann man auch schon so ein bisschen durchgucken. Auch sehr gut gemacht hier. Wenn man da so ein bisschen dran vorbeigucken kann. Cool. Und dann hier geht es auch zum Underwater Viewing. Hier auch unter Wasser gestaltet. Sehr cool. Da hinten ist auch gerade sogar ein Hippo. Sind aber Zwergflusspferde, glaube ich. Gefällt mir. Wasser ist nur sehr trüb. Immer so? Ich glaube, das ist immer so, wenn man Underwater Viewing macht, ne? Ja. Wäre cool, wenn man das noch irgendwie ein bisschen klarer gestalten könnte, das Wasser. Aber das lässt das Spiel leider nicht zu. Habe ich, glaube ich, noch nie erwähnt so. Aber irgendwie hat mich das gerade... Oder ist mir das gerade ein bisschen aufgefallen. Hier kann man auch nochmal reingucken. Hier ist ein Vivarium. Ah, Toiletten. Schnell hin. Ne, sehr gut. Hier sind dann Toiletten. Sowas finde ich immer im Eingangsbereich ein bisschen passender. Weil wenn man wirklich eine lange Anfahrt hat, ist es halt immer schön, wenn man dann auf Toilette kann. Stellt euch mal vor, ihr müsst ganz dringend auf Klo und dann müsst ihr erstmal durch einen halben Zoo laufen, Toilette suchen. Ich glaube, das ist ziemlich frustrierend. Auch wieder interessantes Gehege, schöne Höhenunterschiede. Das hast du sehr cool eingebaut. So Felsen, finde ich nice. Hier auch einen eigenen Unterschlupf gebaut, finde ich auch cool gemacht. Mit so Holz und dann so ein bisschen Efeu drauf. Nicht schlecht. Hier kann man auch durchgucken. Man auch wieder so dran vorbeigucken, das finde ich cool. Mit den Ranken und Wurzeln hier. Das sind halt alles die neuen DLC-Sachen. Ja, neu kann ich gerade mittlerweile gar nicht mehr sagen, ne? Aber vom neuesten DLC, sage ich mal. Gefällt mir. Ich finde das cool, wie man in das Gehege schauen kann. Da hast du wirklich immer sehr viel variiert. Ist das begehbare Gehege bis hierhin gewesen? Wartet mal. Ich glaube schon, oder? Ach nee. Nee, da vorne war vorbei. Weil da gerade auch wieder so ein Seildurchgang war. Hier ist übrigens eine Puffotter drin. Und dann sind nicht nur eine, mehrere. Ich bin mega der Experte geworden, was Schlangen angeht in Planet Zoo. So, wir gehen jetzt aber, glaube ich, mal hier hoch. Baumstammpfad. Ach, wie schön. Das ist cool. Gut, hier flackert es leider auch ein bisschen, weil du das ineinander gemacht hast. Kann man immer beheben. Das habe ich ja schon oft gezeigt, indem man das so ein bisschen versetzt macht. So ganz leicht. Sieht man dann auch gar nicht optisch, aber dann flackert es nicht mehr. Hier sind Flachlandgorilla drin. Cool. Finde ich aber cool mit den Leuchten hier. Du meintest, glaube ich, auch, dass der gut bei Nacht aussieht, ne? Das kann ich mir echt vorstellen. Ziemlich cool. Das Gehege ist jetzt auch ein bisschen kahl. Also ich glaube, gerade bei so Äffchen oder so kann man sich ruhig ein bisschen austoben, was Bepflanzung und so angeht. Hättest du, glaube ich, noch ein bisschen mehr machen können. Aber ich finde es cool, dass du diese großen neuen Bäume benutzt hast. Das sieht schon echt nice aus. Hier ist dann auch so eine schöne Brücke rüber. Was ich auch sehr schade finde bei Planet Zoo, dass es nur diese mega lange Seile immer gibt. Ich glaube, das Minimum ist 2 Meter. Das wäre dann hier die Hälfte. Wäre gut, wenn es dann nochmal eine weitere Hälfte geben würde. Von 1 Meter. Ist mir schon sehr oft aufgefallen, wenn ich selber baue, dass das ein bisschen störend ist und fehlt. Das ist aber cool. Ah, jetzt geht's hier zum nächsten Gehege. Das finde ich auch ganz okay. Also das finde ich gar nicht schlimm, wenn man so Gehege auf Gehege hat in so einem Gebäude, weil hier geht's auch noch rein, glaube ich. Dass man das dann einfach mit so einer großen Wand trennt. Viel mehr Möglichkeiten hat man da ja gar nicht. Ich finde das auch ganz süß gemacht hier mit diesen weißen Zeichen. Aber die Gehege sind mir noch ein bisschen zu kahl. Also dazu, glaube ich, dich echt noch ein bisschen mehr austoben können. Aber die Ideen sind schon super. Hier auch wieder sehr gut gemacht mit den Plattformen um die Baumstämme rum. Ja, vielleicht warst du da auch einfach noch nicht mit fertig. Affenhaus, da gehen wir gleich noch hinein, hoffentlich. Hier sind Uran-Utans. Auch wieder, hier wieder, coole Idee. Mit der Leiter hier nach oben. Dann da wieder eine Plattform um den Baum. Aber auch noch sehr kahl, ne? Ich glaube, du bist damit noch nicht fertig. Das sieht zumindest so aus. Also ich glaube, du hattest da noch was geplant.
Deswegen bemängel ich das mal nicht weiter. Cooler Baumstammpfad. Jetzt gehen wir mal hinein in das Affenhaus. Und ein riesiges Glashaus. Da sind die Orang-Utans jetzt von innen. Auch ganz schön hier gelöst mit dem Glas und dann den Beton davor. Hier auch schön vorne ein paar Büsche und so vorgemacht. Das finde ich auch immer gut. Wenn man nicht überall perfekt durchgucken kann. Mal ein bisschen hinein. Ja, hier ist leider auch noch ein bisschen kahl. Hätte sich, glaube ich, ruhig noch mehr austoben können. Die können sogar hier rüber, die Affen. Wie cool. Dann kletter mal, du Kleiner. Wir gehen auch mal hoch. Ah. Ist mir gar nicht aufgefallen von unten. Das heißt, man hätte hier sogar hochgucken können und mit etwas Glück schon ein Äffchen sehen können, der hier gerade rüber geht. So wie dieser hier. Der Orang-Utan kommt da ja gerade. Und dann geht es hier auf die andere Seite. Ah, okay. Das heißt, hier ist auch Orang-Utan-Gehege. Und das finde ich auch wieder sehr gut, dass du vor der Scheibe das so ein bisschen mit Büschen und Bäumen gemacht hast, dass man da so durchgucken kann durch die Äste. Finde ich irgendwie immer toll. Wie können die dann noch schlafen? Ich glaube, die können auf der anderen Seite auch nochmal raus. Also den Äffchen geht es auf jeden Fall gut in deinem Zoo. So, hier sind wieder ein paar Vivarien in die Mitte eingebaut. Oh, das finde ich auch cool hier. Das ist so... Das finde ich nice, dass du das so nach innen abgerundet hast und hier oben nach außen. Und dann hier so ein paar Deko-Sachen bei der Wand. Cool. Kann man auf jeden Fall gut so machen. Was haben wir denn hier? Ist hier das gleiche mit dem Rüberklettern? Nee. Okay. Schaue ich mir eben hier rein. Ah, hier sind Mandrills. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Von außen, glaube ich. Habe ich gar nicht drauf geachtet. War aber, glaube ich, auch gerade keiner draußen, ne? Als ich da geguckt habe. Ja, sieht noch ein bisschen kahl aus. Also tob dich hier ruhig noch ein bisschen aus. So. Das ist jetzt das Innengehege für die Gorillas. Kein Zutritt. Kein Zutritt. Was ist denn hier drin? Ich will mal rein. Ach, hier ist direkt Mitarbeiterraum. Finde ich auch cool, dass die so eingerichtet sind, diese Mitarbeiterräume, ne? Vor allem auch echt viele Details. Finde ich mega nice. Ich habe mich hier noch nie so umgeguckt. Hier gibt es sogar Corona-Handschuhe. Oh, hier. So fühlt man sich, wenn man in den Zoo kommt und kein Klo findet. Eieieiei. Das hat sie sich in die Hose gemacht und schämt sich. Ah, ne, sie hat eine Toilette gefunden. Sieht gerade echt so aus. So. Atas. Und Varis sind hier drin. Ah, hier ist gleich begehbar. Okay, ich will mal nicht zu viel spoilern. Wir gucken jetzt nochmal schnell die andere Seite. Was haben wir denn hier? Bonobos und Schimpansen. Auf dieser Seite. Was ist hier? Hier sind Bonobos. Ich habe gerade gesagt, Bonobos und Schimpansen, ne? Ja, natürlich. Schimpansen. Ja, ich sag ja, ist noch früh am Morgen. Gerade aufgestanden. Nicht mal gefrühstückt. Nur ein Käffchen gemacht. Apropos Käffchen. Eben einen Schluck trinken. Da ist der Dandy dann gern auch mal noch ein bisschen verpeilt. Hier hätten wir reingeguckt, ne? Bei den Orang-Utans. Genau, das ist das, wo die rüberklettern können. Ausgang. Ah, hier könnt ihr dann auch noch mal ein bisschen klettern. Also das mit diesen Plattformen hast du echt schon sehr gut gemacht. Hier nur noch ein bisschen die Ausschmückung. Hier ist auch mit so hohen Ecken gearbeitet. Ja, warum nicht? Zwar nicht die schönste Lösung, ist aber auch nicht die schlechteste Lösung. Um jetzt, wenn man keinen Bock hat, hier die Sicht dahinter noch zu gestalten und so. Dann kann man das schon so machen. Ich finde zumindest solche Hecken nicht so schlimm wie eine Backsteinmauer zum Beispiel. Was ist das jetzt? Das ist der Außenbereich von... Ach, hier. Den Bonobos. Hier mal wirklich viel Platz, die Tiere. Das gefällt mir sehr gut. So, das ist der... Oh. Der Retter in Not. Ein Schimpansen, der Außenbereich. Ist natürlich ordentlich ausgetobt mit den Ranken. Ich glaube, hier hätte ich sogar noch so ein bisschen Variation reingemacht, dass das nicht so gleichmäßig aussieht. Dass dann mehr solche Sachen da drin vorkommen, wie du es hier gemacht hast. Also, dass das mal ein bisschen länger ist oder mal ein Stück nicht bepflanzt ist mit diesen Ranken.
Sieht dann natürlich aus, als wenn du es komplett einmal drumherum machst. Ja, ein bisschen Gestaltung fehlt hier auf jeden Fall noch. Das geht schon in eine sehr gute Richtung alles. Wird, glaube ich, mal ein klasse Zoo werden, wenn er ganz fertig ist. Okay. So, jetzt gehen wir mal in das begehbare Gehege. Katasvaris. Da gibt es ja was zu essen und zu trinken. Ach, wie cool, da springen sie schon rum, wie süß. Das ist aber cool, dass die hier oben über die Tür klettern können, auf die andere Seite. Da kommen sie alle runter. Ach, niedlich. Hier kann man dann essen in aller Ruhe. Mit etwas Glück kommen dann die Affen und klauen einem das Essen. Sehr schön. Cool gemacht. Hier geht es auch nochmal hinein. In so einen kleinen Ruhebereich, wo die dann sich ungestörter fühlen vor den Menschen. Die Menschen können sie zwar beobachten durch die Scheiben, aber die haben das Gefühl, sie werden nicht beobachtet, weil alles verdunkelt ist. Hier ist auch nochmal eine kleine süße Essecke. Cool gemacht. Und dann kommen wir hier wieder raus. Hier waren wir gerade schon, oder? Im Haus, ja. Hier waren wir gerade schon. Hier haben wir nämlich schon einmal durch die Ranken gelukert. Vorhin. Finde ich mega cool. Ich mag diese neuen Ranken sowieso echt gerne. Okay, wo gehen wir jetzt lang? Ich glaube, wenn wir jetzt hier gerade ausgehen, dann sind wir relativ gut gelaufen. Weil hier links wäre dann wieder das Affenhaus. Oh. Ist gewollt. Das ist ein Schildkrötengehege. Bei Schildkrötengehegen würde ich übrigens nicht so viel hohes Gras machen. Weil die kann man dann sehr schlecht erkennen, weil die sind so klein. Und hier hast du anscheinend eine Barriere vergessen. Also sind die Schildkröten hier einfach so unterwegs, aber macht ja nichts. Kann passieren. Finde ich irgendwie auch gerade süß. Nee, hier ist auch offen. Ist das gewollt? Ich glaube, das ist gewollt. Ja, das ist gewollt. Deswegen ist hier auch alles... Ah, wie cool. Okay, das ist nice. Das finde ich irgendwie cool. Tolle Idee. Ein begehbares Schildkrötengehege. Deswegen sind hier auch diese Dinger. Das macht dann natürlich Sinn. Ich finde das cool. Ich mag aber auch gerne begehbare Gehege. Haben wir hier. Oh, hier kann man auch wieder so schön durchgucken. Das hast du richtig gut gemacht. Dass man hier den Löwen beim Schlafen zusehen kann. Durch diese Felsformation. Gut, hier ist es nicht ganz perfekt. Hier kann man das wahrscheinlich noch ein bisschen besser verstecken. Den Backstein. Aber echt cool gemacht. Von der Ansicht. Der Felsen sieht auch super interessant aus. Cool. So, gehen wir mal hier rein. Was ist das denn? Das Tigerhaus. Ah, ein kleines Schneehaus. Ist das auch begehbar hier? Ja. Cool. Hier haben wir dann Japan-Makaken. Auch sehr schön gestaltet. Hier haben die dann so ihren Bereich. Hier können die Menschen sitzen. Oh, was macht er? Ausbruch versucht aus dem Gefängnis. Hat er es geschafft? Ich habe keine Ahnung. Nee. Oh, der aber, oder? Nee, hä? Er hat Einbruch gemacht. Oh. Ich weiß nicht, ob du hier rein willst, kleiner Affe. Zu den Schneeleoparden. Ja, ist leider ein bisschen buggy hier. Ja, da kommt schon der Nächste. Geht jetzt auch zu den Schneeleoparden, oder was ist der Plan? Tatsächlich. Ich hoffe einfach mal, dass Fressen nicht an ist. Ansonsten haben die kleinen Äffchen gleich ein Problem. So, hier haben die auch nochmal so einen kleinen Kletterbereich. Sehr cool gemacht. Backstein bin ich ja nicht so der große Fan, aber sobald man das so macht, mit Efeu und so, finde ich das eigentlich ganz cool. Oh, hier sind Tiger. Sibirische Tiger. Auch ein großes Gehege. Aber leider auch noch ein bisschen kahl. Aber geht schon in eine gute Richtung. Auch mit den Höhenunterschieden und so. Vielleicht noch ein bisschen überglätten. Oh, Moment. Ja, das war dann mal der Wecker, der geklingelt hat. Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. Das ist kein schönes Geräusch. Wieder sehr schön hier gestaltet. Aber es ist echt noch ein bisschen kahl. Und was wollte ich gerade sagen? Ich glaube, hier die Ecken. Die würde ich noch so ein bisschen überglätten oder so. Teilweise. Boah, wie böse der guckt. Warum ist der so böse? Machen die jetzt Fight? Oha, jetzt geht's ab. Oh oh.
Noch haben sie sich nicht getroffen. Oh Gott. Plan de Zoo ist aber schon ein hübsches Spiel, muss ich sagen, wenn ich das so sehe. Boah, jetzt hat er einen mitbekommen. Aber er hat sich durchgesetzt. Gut gemacht. Live-Prügelei im Livestream. Oh, und wer kommt auch hier? Er hier. Mit seinem komischen Hintern. So, kein Zutritt. Wir gucken rein. Okay, Mitarbeitergebäude. Das hier war Schneeleoparden. Auch sehr viel Platz. Geht auch schon in eine sehr gute Richtung. Ist aber auch noch ein bisschen kahl. Und natürlich die eine Stelle, da muss man vielleicht noch fixen hier vorne, wo die Japan-Makaken immer reingehen. Ausgang. Ja gut, dass jetzt hier so ein Karton liegt, den lasse ich mal da, weil den werde ich so jetzt nicht auspacken können. Weil er halt außerhalb seines Geheges ist. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite vom Löwengehege. Das ist hier dieser Fels. Da hatten wir vorhin durchgeguckt, hier oben, glaube ich. Oh, die Tiere sehen wir leider gerade nicht. Bin ich hier? Hier gibt es nochmal ein paar Shops. Ein Zutritt. Ein paar Vivarien. Was haben wir denn hier? Oh Gott. Indischer Wüstenskorpion? Haariger Wüstenskorpion. Ja, da komme ich immer ein bisschen durcheinander. Aber fast richtig. Blätten sind hier. Lila Krustenechse. Okay, weiter geht's. Gut, hier die Standardgeländer sind jetzt auch nicht immer so das Tollste. Das ist immer ein Gepardgehege. Leider auch sehr kahl noch. Da fehlen noch so ein bisschen die Highlights. Aber es ist schon sehr gut gemacht mit den Felsen und Klippen hier drumherum. Abgesteckt. Hier ist auch ein schöner Wasserfall. Was haben wir denn hier? Das sieht ja interessant aus. Ah, hier ist... Ah, wie cool. Hier kann man dann nochmal den Geparden beim Schlafen zu sehen. Ich glaube, das ist sogar unterm Wasserfall fast, ne? Das ist ja cool. Coole Idee. Also der Wasserfall sieht super interessant aus vom Wasserfalllauf. Und hier können die dann rein und schlafen. Das heißt, die Geparden, ich weiß gar nicht, ob die sich gerne... Oder ob die gerne ins Wasser gehen. Aber wenn die hier hin wollen, dann müssen die schwimmen. Geht nicht anders. Tolle Tiere übrigens. Aber auch sehr schön hier gemacht. Auch mit den neuen DLC. Beziehungsweise diese Felsen und so waren ja gar nicht im DLC. Aber ihr wisst, was ich damit meine. Mit dem neuen Update vom DLC. Also wenn ich sage neues DLC, sind da auch die Sachen mit drin, die mit dem Update da gleichzeitig mit zugekommen sind. Das sind jetzt Königstiger. So, gibt es auf dieser Seite noch was? Nee, okay. Aber du scheinst das durchgezogen haben hier, oder durchgezogen zu haben mit den Hecken. Aber finde ich jetzt auch gar nicht so doof. Also, wenn man die Zeit nicht findet, dahinter noch zu gestalten, finde ich sogar eleganter, als wenn das dahinter alles leer ist. Mit so großen Hecken, muss ich sagen. Das ist ein begehbares Flamingo-Gehege hier. Wo sind sie denn alle? Ach, da hinten. Ihr habt euch versteckt. Ihr Süßen. Hier den Bordstein selber gemacht? Ich glaube schon. Oh, krass, dass du hier dir die Mühe gemacht hast, über einen eigenen Bordstein zu machen. So, Toiletten. Noch ein paar Läden. Hier geht's wieder zurück. Also ich glaube, bis jetzt habe ich mich echt nicht verlaufen. Ich laufe gerade echt gut, glaube ich. Tropenhaus. Oh ja. Hier hättest du vielleicht noch ein bisschen diese Atmosphären-Sounds machen können. Ansonsten schon sehr schön mit dem Nebel hier. Sehr atmosphärisch. Gefällt mir. Hier haben wir natürlich wieder Vivarien. Da gehen wir jetzt nicht genauer drauf ein. Sehr schön gemacht. Auch cool eingebaut hier. Hast ja auch wieder deinen Stil verwendet. Backstein, grün und weiß. Na, finde ich toll. Bin ja eh großer Fan von diesem Nebel. Ich finde das so schade, dass die Vivarientiere so langweilig sind. Wenigstens cool, wenn man da irgendwie Fütterung oder so machen könnte und da mal was sehen könnte. In Action so eine Boa Constrictor oder sowas. Das wäre toll.
Immer Erdferkelchen auf dieser Seite. Chinesische Schuppentierchen. Finde ich auch cool, dass du hier noch so einen kleinen Innenbereich gebaut hast. Hier ist dann der Außenbereich. Gut, diese Backsteinbarrieren mag ich halt nicht so gerne, aber kann man machen. Auch hier wieder schön eingebaut. Und das ist wieder schöner Wasserverlauf. Sieht auch wieder sehr gut gestaltet hier aus. Allerdings ist hier wieder ein bisschen leer. Haben wir hier? Oh, hier ist nochmal eine Schildkröte. Sieht aus wie Galapagos. Nee, Aldabra. Shit, hätte sein können. 50-50 Chance. Was haben wir hier? Das ist Galapagos. Ah, okay. Haben wir auch nochmal so einen kleinen Wasserbereich. Finde ich immer ganz gut bei Gehegen, wenn man von oben so nach unten schaut. Das habe ich ja schon oft gesagt. Da hat man eine sehr gute Übersicht. Und das ist auch sehr elegant hier mit den Felsen gelöst. Dass man an der einen Stelle mal besser durchgucken kann, an der anderen ein bisschen schlechter. Aber trotzdem sieht man immer ein bisschen was. Das finde ich cool. So, Großkatzen, Aussichtsplattform. Hier sind wir vorne reingegangen, ne? Das heißt, wir gehen hier mal lang. Nehmen wir nochmal die Tiger von dieser Seite. Hier nochmal die Geparden von dieser Seite. Das heißt, hier kann man den Wasserfall auch sehen. Oder oben ist auch ein Wasserfall. Also ist mit dem Wasser so schon sehr gut gemacht, mit den Wasserfällen. Hier sieht man nochmal die Schildkröten. Ein sehr interessantes Gebäude. Ah, hier ist immer so eine kleine Sitzecke für die Besucher. Und hier können die dann hoch, die Leute. Ah, hier kann man nochmal von oben schauen. Das ist die Aussichtsplattform. Da seht ihr das Ganze nochmal mit den Löwen. Das ist hier. Hier kann man sich nochmal hinschillen. Und nochmal in alle Richtungen gucken. Okay, das ist natürlich jetzt hier nicht so gut mit dem Dach. Ich weiß jetzt nicht, was das hier ist. Ist das ein Unterstand? Ne, das ist nochmal ein Gebäude. Geht ein bisschen die Sicht verloren. Aber immerhin kann man hier hingucken. Und wie ihr seht, die schwimmen da auch rüber. Also das machen sie wohl, die Geparden. Hier kann man auch nochmal schauen. Sieht man sogar die Tiger. Gerade vom Tierarzt untersucht werden. So, weiter geht's. Hier haben wir Komodo-Warane nochmal. Hier sind wieder die Zwerghippos. Die hatten wir schon gesehen, ne? Ja, genau. Hier waren wir vorhin. Und jetzt sind wir wieder hier in der Mitte beim Affenhaus. Ich habe mich nicht verlaufen. Genau, jetzt sind wir wieder bei den Schildkröten. Perfekt. Gehen wir nochmal ein Stück zurück und dann rechts. Dann sollten wir eigentlich fast alle Wege abgelaufen sein. Wenn ich mich nicht jetzt verirrt habe. Da sind wir vorne rausgekommen. Das hatten wir gesehen. Ja, perfekt. Auf Wiedersehen. Ach, hier geht's schon. Ach, wir sind jetzt am Hauptplaza. Waren wir dann jetzt schon überall? Aussichtsplattform, Großkatzengehege, Tropenhaus, Affenhaus. Ja, aber wir waren überall, Leute. Auf Wiedersehen. Hier geht's dann zurück. Schauen wir mal von oben. Hier ist der schöne Hauptplaza mit dem Faungehege. Hier links sind wir dann lang gegangen. Dürfen wir alles gesehen haben. Hier war der Dingspfad. Das war das Affenhaus. Hier waren die ganzen Indoor-Gehege. Der Baumstammpfad, so hieß er. Der Dingspfad. Oh, hier hinten war ich, glaube ich, nicht auf diesem Platz, oder? Ich glaube, das habe ich nicht gesehen. Hier haben die Leute dann auch nochmal die Möglichkeit zu essen und zu trinken. Vielleicht hier zwischen nochmal ein paar Springbrunnen oder so aufstellen. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Weil da sehr viel Platz ist. Tigerhaus, da waren wir auch drin. Ich finde das toll, dass du so viele begehbare Gehege gemacht hast mit Tieren, die frei herumlaufen. Das hat mir echt gut gefallen. Sind wir hier? Ne, hier sind wir auch nicht lang gelaufen, oder? Ich glaube, hier sind wir nicht rausgegangen. Was sieht man denn hier? Ah, hier sieht man nochmal die Tiere von der anderen Seite. Also man kann wirklich von allen Seiten vorbeilaufen an den Gehegen. Oder waren wir hier? Doch, wir waren hier am Rand. Doch. Ja, hier sind wir lang gegangen und dann sind wir hinten reingegangen. Stimmt. Never mind. Finde ich aber cool. Also man kann wirklich um die Gehege alle herumlaufen. Kann von hier oben gucken, von da gucken, von da gucken. Auf dieses Gehege. Das ist schon echt nice gemacht. Ich hoffe, ich habe hier nichts Wichtiges übersehen. Ich glaube aber nicht. Das ist ein Mitarbeitergebäude, ne? Ja. Ich glaube, wir haben alles gesehen. Wie ist der Zoo noch gleich? Was habe ich vorhin gesagt? Tiergarten, genau. Das passt sogar sehr gut, weil Tiergarten klingt auch schon nach begehbarer Gehege.
Das hast du wirklich gut umgesetzt mit dem begehbaren Gehegen. Waren auch viele Tierarten, die wir gesehen haben. Es hat Spaß gemacht. So, das Ganze bei Nacht. Oh, cool, beleuchtet die Schrift. Gut, das mit dem Flacker müsste man nochmal gucken. Aussichtsplattform, das ist cool. Also cool gemacht. Über die Straßenlaternen auch gesetzt. Beim Baumpfad. Oh, der Baumpfad ist richtig, oder Baumstammpfad ist richtig schön. Also die Beleuchtung ist auch toll. Ich glaube, die kommt vom Arctic-DLC. Diese Glühbirnenketten. Hier unten sind wir gar nicht lang gegangen. Also man kann auch unter dem Baumstammpfad langlaufen, Leute. Das hatten wir vorhin gar nicht gemacht. Das geht auch. Richtig cool. So. Irgendein Highlight, was ich übersehe? Nee. Ich glaube nicht. Dann haben wir den Tiergarten von Mylene jetzt besichtigt. Hat echt viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, schreibt ihr jetzt mal in die Kommentare, wie ihr den Tiergarten fandet. Und ihr findet den auch unten in der Videobeschreibung, denn ich darf den hochladen. Falls ihr auch mal einen Zoo einsenden wollt, könnt ihr es auch gerne tun. Die E-Mail, wohin das Ganze geht und wie das Ganze funktioniert, steht auch alles unten in der Videobeschreibung. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Bleibt gesund, euer Dandy.